ich hole mir jetzt einen neuen Audi und nicht, wie ihr vielleicht gedacht habt, gekauft, sondern nur gemietet. Oh, bei Sixt. Ja? Weil ich durch den Winter kommen muss. Und zwar ist es auch nur einer drei, weil mir das gar nicht so wichtig ist. Mir geht es halt nur darum, dass ich von A nach B komme und dann nicht unbedingt mit dem Smart. Ja? Also A3 und ja, wir holen jetzt ab. Was gibt es noch zu sagen? Genau, warum mache ich das überhaupt? Weil ich mein Lambo nur von April bis Oktober habe oder angemeldet habe, weil es verdammt teuer ist, wenn man sehr jung ist und eine Versicherung abschließt bei Lambo, dann kostet es einiges und deswegen holen wir uns jetzt ein A3 von Sixt. Das Coole ist bei Sixt, ihr könnt es immer monatlich mieten. Also ihr könnt einfach hingehen und sagen, ihr wollt es für einen ganzen Monat haben. Und genau das machen wir jetzt und holen uns jetzt das Auto. Wir gehen jetzt im Parkhaus und zwar im Hilton Parkhaus oder Parkhaus des Hilton Hotels, weil Sixt hier die Autos parkt. Und da ist das Auto, das ist mein Film, ein Audi. Das Coole ist, ich wollte früher immer ein Audi haben, ging aber irgendwie nie über Sixt, weil die irgendwie bei der Langzeitmiete, also man kann mal so 28 Tage die Autos mieten, haben die früher keine Audis angeboten, sondern nur BMW und Mercedes in der Kategorie. Beziehungsweise für dich immer höhere Kategorien, aber finde ich wie gesagt jetzt Quatsch. Und jetzt habe ich ein Audi und ich freue mich sehr, mal wieder ein Audi zu fahren und freue mich auch mal wieder einen Schaltwagen zu fahren, weil ich den Lambo halt entweder tippe oder halt wirklich dann auch mal Automatik fahre. So, ja, schauen wir uns das gute Stück mal an. Was halt voll wichtig ist, wenn ihr euch so ein Auto holt bei Sixt, ist halt, ich bin jetzt kein Auto-Experte, es sieht so ein bisschen aus wie das Motormagazin oder so, ist halt, dass ihr das vorher abcheckt, weil die Schäden, die dort angegeben sind, können abweichen. Das heißt, das müsst ihr auch nicht jetzt sofort machen. Das heißt, ihr könnt auch erst nach Hause fahren und dann den Wagen abchecken oder sowas. Aber generell solltet ihr halt gucken, ob die Schäden, die angegeben sind, auch wirklich die sind, die das Fahrzeug hat und nicht noch mehr Schäden da sind. Sonst müsst ihr halt extrem drauf zahlen. Das heißt, ihr macht es halt komplett ohne Selbstbeteiligung. Das mache ich halt nie, weil ich in der Regel nie einen Unfall baue oder ähnliches. Und deswegen passt das. Wir haben das Auto jetzt abgeholt und befinden uns jetzt hier in der Friedrichstraße, beziehungsweise der Ecke Friedrichstraße und fahren jetzt Richtung Potsdamer Platz und dann geht es ab nach Hause. Macht auf jeden Fall übertrieben Spaß, mal wieder ein Audi zu fahren, vor allem einen Schaltwagen, also einen richtigen Schaltwagen. Das haben nämlich alle in der Klasse bei Sixt. Und ja, jetzt fahren wir direkt straight auf den Potsdamer Platz zu. Nochmal schnell einen überholen. Und ja. Dann geht es jetzt ab nach Hause und bin ich froh, dass ich wieder ein winterfähiges Auto habe. Und wie gesagt, ohne Auto ist dann doch ein bisschen sehr nervig. Ich bin hier gerade trotzdem am Platz vorbeigefahren. Jetzt fahren wir gerade Richtung Charlottenburg, wobei ich jetzt wahrscheinlich einen Ausfall verpasst habe. Ja, scheiß drauf. Ich fahre geradeaus. Und dann geht es ab nach Hause. Ich kriege heute endlich wieder Internet, weil was ihr noch gar nicht wisst, ich bin umgezogen in ein Haus. An den Rand von Berlin. Ich auf jeden Fall jetzt bald zeigen werde, weil mir das Stadtverkehr extrem auf den Geist gegangen ist und ich halt sowieso sehr viel im Ausland bin und aber auch sehr viele Freunde habe, auch auf der anderen Seite in Berlin. Von daher bin ich sowieso sehr oft in Berlin, sowohl businesstechnisch als auch rein mit Freunden und sowas. Und ja, heute kriege ich endlich wieder Internet. Ich sag's euch, das ist übertrieben nervig, wenn man kein Internet hat. Vor allem das Haus ist halt so übertrieben stark isoliert. Das heißt also, die Wände sind extrem dick und auch die Fenster und man hat überhaupt keinen Empfang im Haus. Das hat dazu geführt, dass man irgendwie nichts machen kann im Internet. Und ich mich irgendwie jede freie Minute, wo ich jetzt in der Stadt bin, ja, wie ich jetzt sagen darf, freue, dass ich halt irgendwie was machen kann. Ansonsten, businesstechnisch läuft super gut. Ich fahre jetzt oder fliege jetzt Ende der Woche nach Las Vegas in den Warroom, um zu masterminden, um mich halt mit den Amerikanern auszutauschen und um ein paar coole Informationen zu sammeln. Da werde ich natürlich auch ein bisschen vloggen. Ja, ja, ansonsten geht es mir extrem gut. Ich hatte extrem viel Stress über Weihnachten und so. Das ist immer so, wenn man halt ein Business hat, dass man irgendwie am Ende des Jahres die Mitarbeiter halt in Urlaub, es stehen noch 1000 Projekte an und bei unserem Business steht es ja auch nicht still. Ja, wir haben also immer ja, sag ich mal, immer Action die ganze Zeit. Und jetzt ist halt übrigens frohes Neues, Leute. Das habe ich ja noch gar nicht gesagt, wenn ihr meinen Silvesterlied nicht gesehen habt. Ist immer ein bisschen stressig und Anfang des Jahres ist dann alles vorbereitet worden im Dezember schon und dann gehen die Umsätze schön hoch. Weil Anfang des Jahres gerade im Fitnessbereich, im Datingbereich, aber auch im Businessbereich sind halt die Umsätze gigantisch hoch. Und ja, deswegen bin ich halt gerade relativ entspannt. Freue mich, dass ich mal wieder Audi fahren kann. Und ja,
Das war es eigentlich soweit. Ich wollte euch nur mal kurz ein Update geben, weil ihr ja gesagt habt, ihr wollt wirklich einfach mal ein bisschen ein paar Ausschnitte aus meinem Leben haben. Den habt ihr heute bekommen. Das Haus gibt es dann ein anderes Mal. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall, oder an dieser Stelle wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Gebt ihr wieder einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir einen Kommentar unter das Video. Und wenn ihr mein neues Buch kostenlos haben wollt, klickt jetzt auf den Link unter dem Video. Bis zum nächsten Video. Ciao.